Hallihallo YouTube und herzlich willkommen bei Knockover Gaming. Hier ist wieder mal euer Homie für euch und heute gibt es wieder eine Runde MW3 auf Team. Nee, mit dem Modus Team Deathmatch of Resistance. Entschuldigung. Ja, gespielt wurde von unserem lieben Kani. Und ja, ich werde hier. Oh, was war das denn jetzt? Na, egal. Ich werde hier das Gameplay auch etwas lauter lassen als sonst, weil es einfach. Ich muss jetzt auch mal. Nee, kann ich gar nicht, dann hört man das ja. Naja, weil es auch im Hintergrund, weil es verdeutlicht, auf beeindruckende Weise verdeutlicht, jetzt zum Beispiel hier, Achtung, wie Sidetrap Pro oder Lagebericht Pro funktioniert. Jetzt auch wieder. Dino oder Kani wollte in die andere Richtung rennen, aber hört hinter sich, dass da einer rauskommt. So. Und also dieses Video, wie gesagt, verdeutlicht das an manchen Stellen wirklich extrem gut, wie Lagebericht Pro funktioniert und warum wir so oft zu Unrecht als Hacker beschimpft werden. Wie gesagt, es gibt so viele Leute, die wissen einfach nicht, die Vorzüge eines Lagebericht Pros zu nutzen oder keine Ahnung, weil sie es noch nie probiert haben, weil sie immer mit toten Stille spielen, weil sie sich selber lieber nicht hören. Dabei, gerade Lagebericht Pro ist so ein Perk, ja, was eben sehr unterschätzt wird, meiner Meinung nach. Gerade in einem Such-and-Destroy-Spiel, was wir viel spielen, oft spielen, ist es extrem hilfreich, wenn man den Gegner hört und auch weit hört und vor allen Dingen auch die Leute hört, die sich ja dank Totenstille in Sicherheit legen, weil Lagebericht macht ja Totenstille wieder hörbar. Und ja, das vernachlässigen einfach viele Leute und bezeichnen uns dann zu Unrecht als Hacker. Weil es sind dann solche Leute, wo ich mir dann halt sage, ja, die haben keine Ahnung von diesem Game. Die spielen das, wer weiß wie lange schon, keine Ahnung, aber ich meine, es ist heutzutage wirklich schwer geworden, richtige Hacker von falschen Hackern, da ich jetzt mal so einen Hacker kennt, aber in gewissen Ansätzen und Zügen sieht man das immer noch. Und ich denke, ich kann jetzt in der Zwischenzeit, ja, wie gesagt, es ist schwierig geworden, aber ich denke, ich kann das ein bisschen zumindest differenzieren mit, ja, knapp insgesamt Call of Duty 5 Stunden auf was komme ich, müssten dann so knapp 2000 bis 2500 Stunden Call of Duty sein, was ich jetzt alles insgesamt an Call of Duty gespielt habe. Also ich habe wirklich schon viel gesehen auch in dem Game. Es gibt bestimmt Leute, die mehr gesehen haben, aber ja, wie gesagt, Leute, wenn ihr uns das dann glaubt, oder mir das glaubt, ich habe es oft genug in den letzten Videos gesagt, ich glaube, ich rede mir da auch schon den Mund fusselig. Aber probiert es bitte einfach aus. Es ist wirklich so, ich erzähle euch hier kein Lagebericht Pro. Es ist eins der besten und geilsten und vor allem, wie gesagt, unterschätzteste Perks in dem Game. So. Ja. Gut, genug darüber geredet. Anderes, was ich auch eindrucksvoll deutlich wäre, das Video ist, was man Tatsache eigentlich der PM9, ja, reißen. Ne? Das seht ihr selber. Die wird auch unterschätzt gemacht. Ne? Ist vielleicht auch Nahkampf, auf Fernkampf nicht, oder eine der schlechtesten Waffen überhaupt in dem Game. Aber was man dann mit der Nahkampf alles erledigen kann, ist unglaublich. Ihr seht es ja selber, man hat es gesehen am Anfang, so kann ich dann auch später wieder mal die Hand kriegen. Was der da im Nahkampf mit wegnetzt, das ist unglaublich. So muss das sein. Also, man kann ja, man kann negatives, positives hinter, aber ich finde das zum Beispiel, man merkt wirklich in keinem anderen Spiel so gut einen Unterschied. Ich sage, man merkt, wohlbemerkt, merkt man in keinem anderen Spiel so einen Unterschied, was zum Beispiel Sturmgewehre und was Maschinenpistolen betrifft. Ich sage nicht, dass das gut oder schlecht ist. Das bleibt jetzt euch überlassen. Aber das finde ich zum Beispiel immer noch so cool, dass man da, dass man, ich sag mal, die Waffen
vor allen Dingen in der Modern Warfare-Reihe, ich sag mal, relativ zueinander distanziert, unterschiedlich macht, unterschiedliche Merkmale, verschiedene Bereiche, Positionen, Situationen, sind verschiedene Waffen eben unterschiedlich zueinander differenziert. Und das finde ich immer noch das Tolle an Call of Duty. Also das finde ich tatsächlich mal gut. Natürlich, es gibt ja die Ausnahme, aber von der rede ich gar nicht erst. Das ist mir eigentlich vielleicht egal, weil der Waffenfunktion gar nicht existiert. So. Also wenn ich von Maschinenpistolen rede, dann rede ich wirklich von den normalen Maschinenpistolen. Das sind die Maschinenpistolen. Ja, vielleicht ist auch die UMP sind halt wirklich alle im Fernkampf relativ schlecht. Kann man aber halt ein Sturmgewehr. Achso, und dann soll man doch bitte ein Sturmgewehr nehmen, wenn man eben auf Nahkampf aus ist und eben mit meiner Maschinenpistole dann auf Nahkampf aus ist. Hier sind sie, auf Nahkampf alles geholt. Wunderbar gemacht. Ein wunderschönes Gameplay von uns. K.O.K. Jo, das war kurz zum Thema ungeschätzte Sachen im Call of Duty. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Danke, Kani, für das Video und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Rudi.